Ja, liebe Freunde aus Starnberg und aus ganz Bayern, nicht nur Oberbayern und auch an den Bildschirmen überall, freut mich natürlich, dass ich hier sein darf. Ich bin doch trotz dieser sehr, moderaten Anmoderation der Lumpensammler, das muss man einfach mal so sagen. Das ist aber gar nicht so schlecht, es wird nicht so ewig dauern, keine Sorge. Aber ich fand das jetzt gar nicht so schlecht zu warten, denn es war sehr unterhaltsam. Es war eine wirklich hohe Qualität an Rednern, wir haben das ja eben schon gehört, durch die Bank. Vielen Dank, Peter Büstrin, dass du einiges schon gesagt hast, was ich sonst auch gesagt hätte. Ich wollte auf Tino Chrupalla noch eingehen. Tino Chrupalla hat ja eigentlich wieder mal, das macht er fast immer so, die richtige Mischung gefunden aus staatstragender Rede, aus Rede, die wehtut, aber auch aus mit Bodenhaftung. Und genau diese drei Attribute, wir können in hohen Sphären Politik machen, aber sind trotzdem bodenverhaftet, ohne allzu große Eitelkeit. Das macht nicht nur Tino Chrupalla aus, das macht auch die ganze AfD aus. Und darauf bin ich stolz. Gut. Also es wurde ja zu den Vorrednern schon einiges gesagt, aber auch hier fühle ich mich jetzt als Lumpensammler und nicht mal Peter Bistron hat alles gesagt. Ich habe mit Ingo Hahn, dem ich natürlich danke für die ganze Organisation, mit seinem ganzen Team hier in Starnberg, vielen Dank dafür, und auch mit Rainer Groß im LFA und im BFA 2 Bayern viel zusammengearbeitet. Da wurde die Vorarbeit geleistet schon für den Euro-Ausstiegsbeschluss, nicht den EU-Ausstiegsbeschluss, sondern den Euro-Ausstiegsbeschluss 2015. Wir wussten schon damals, dass wir nachschärfen müssen. 2013 haben wir uns noch nicht ganz getraut, den Euro-Ausstieg zu fordern. 2015 haben wir ihn aber gefordert. Wir sind eine Programmpartei. Und deshalb ist es so wichtig, dass die LFAs und die BFAs, und das sind letzten Endes Sie, jeder von Ihnen kann da mitmachen. Und das wird auch ernst genommen. Das wird hochgetragen bis zur Bundesprogrammkommission und bis zum Bundesparteitag. Und am Ende kommen manchmal auch Bundesvorstände nicht an diesen Vorschlägen vorbei, wie wir ja manchmal schon gesehen haben. Ja. Also diese Erdverbundenheit ist auch wichtig und deshalb wollte ich die beiden Kollegen, mit denen ich wirklich schon viel gemacht habe, auch noch mal erwähnen. Und dann natürlich Peter Aschauer, den ich heute zum ersten Mal gehört habe. Also sehr erfrischend natürlich, vielen Dank. Seid vorsichtig mit solchen Sätzen. Wenn ihr was braucht, dann meldet es euch. Ja? Seid sehr vorsichtig mit solchen Sätzen, darauf kommen wir ganz sicher zurück. Nicht nur mit so wenig Selbstbewusstsein, weil ihr älter seid. Ja, ihr seid älter, aber gut, ihr habt euch auch ein bisschen im Laufe der Zeit angepasst. Erst in jüngster Zeit wieder etwas schärfer geworden, was ich gut finde. Also an der Stelle, ich bin morgen mit Michael Schnedlitz, eurem Generalsekretär, auf der Bühne, freue mich schon drauf. Und ich bitte, wenn wir diese Chance schon haben, einen Gruß auszurichten an euren Parteichef, was Kollege Kickel leistet zurzeit in der Corona-Frage, in einem Freiheitskampf, der in Österreich und nicht nur in Österreich geführt werden muss, sondern weltweit. Vielen Dank. Chapeau, ganz groß. An der Stelle kann ich wirklich sagen, von der FPÖ kann man noch echt viel lernen, wobei es wirklich auch, glaube ich, an Kickel da gar keinen Weg dran vorbeigeführt hat. Ich habe auch Vorgänger von ihm geschätzt, aber das ist eine Schärfung. Ich glaube, an dieser Stelle kann nur dieser Mann diesen Kampf so glaubhaft ausführen. Und ich versuche, und einige von uns versuchen das in der Partei, und wir haben auch schon schwer nachgeschärft in Sachen Corona, aber es ist langsam wirklich mehrheitsfähig, auch in dieser Partei, schon lange bei uns in der Partei, inzwischen auch weit über die Partei hinaus und in die Reihen der Geimpften sogar hinein, dass wir hier einen Freiheitskampf führen. Es ist ein Freiheitskampf und wir werden ihn führen. Wir müssen ihn annehmen. Es bleibt uns gar nichts übrig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich vor 12 Monaten noch, dass ich hier mal über elementare Grundrechte sprechen muss, meine Damen und Herren. Freiheit der Berufswahl. Inzwischen wird das Arbeitslosengeld für Ungeimpfte oder für Nicht-Impfwillige, so weit muss man schon gehen, in Frage gestellt. Das sind alles Dinge aus den letzten Tagen. Unglaublich. Ich werde ohnehin fast alles, was ich jetzt sage, das ist ja ein Lumpensammlervortrag, ist aus den letzten Wochen. Alles auf meinem Schreibtisch gelandet, alles in der Presse gelandet. Das ist also jetzt keine staatstragende Rede. Ich werde nur ausfüllen, was vielleicht noch nicht scharf genug gesagt wurde jetzt in den letzten Minuten. Und es waren ja schon sehr gute Reden. Also Kampf um das Recht auf freie Berufswahl, Kampf um die persönliche Freizügigkeit, Kampf um die Reisefreiheit, Kampf sogar um Artikel 2.2 Grundgesetz, das ist die körperliche Unversehrtheit. Da geht es ans absolute Eingemachte, meine Damen und Herren. Es kann nicht sein, und das sage ich auch in Richtung derer, die geimpft sind. Natürlich, wir haben überhaupt kein Problem mit denen, die geimpft sind. Wer dran glaubt, ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles auszuführen heute. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar, denen die Impfung wirklich helfen kann, vor schweren Verläufen. Selbst das ist noch nicht sicher bewiesen, muss man auch mal feststellen. Aber wir leben dieses Prinzip der Freiwilligkeit, es wurde heute schon mehrfach gesagt, aber es kann trotzdem nicht sein, dass
ungeimpfte Bürger zweiter Klasse sind. Grundrechte, meine Damen und Herren, sind unteilbar. Man musste sich nicht ja impfen lassen. Es gibt keine Konditionierung von Grundrechten, schon gar nicht durch ein Einfachgesetz wie das Infektionsschutzgesetz. Ja, das hält Herrn Söder aber nicht davon ab, wir haben es ja heute schon gehört, zu sagen, wir impfen Deutschland in die Freiheit. Ich glaube, Spahn hat das auch so ähnlich gesagt. Also unglaublich, dass allein diese Vorstellung, es war vor einem Jahr noch undenkbar, wie so vieles undenkbar war. Und wir haben inzwischen 4 oder sogar 5 Mal das Infektionsschutzgesetz geändert. Allein gegen das 3. und 4. im Juli und November 2020 sind wirklich Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Am Ende hat es immer noch nichts gebracht. Wir waren auch auf diesen Demonstrationen, weil wir wirklich alles ausschöpfen. Auch wir bzw. viele Kollegen von mir sind Verfassungskläger gegen diverse Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Auch das, und das ist wirklich ein großer Vorwurf, auch an unseren Rechtsstaat inzwischen, hat noch nicht gefruchtet. Es liegen in Karlsruhe nach meinen Informationen über 400 Klagen vor gegen die diversen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, davon 200 mit einer Eilbedürftigkeitsforderung, das heißt Antrag auf einstweilige Anordnung. 200! Und natürlich sind die bestens begründet, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich kann man das und man muss zumindest, es ist ja noch offen, zu welchem Ergebnis dann Karlsruhe am Ende kommt. Wobei ich schon prognostiziere, wenn auch ein Rest von rechts in diesem Land ist, dass dann einiges kassiert werden muss, was hier über diese absurde Auslegung des uralten Einfachgesetzes, Infektionsschutzgesetz verbrochen wird zurzeit, dass das am Ende kassiert wird. Das bringt aber niemand was, so wie bei ganz vielen anderen Dingen auch, wenn einfach uns unser Recht auf Recht verweigert wird, wenn wir kein Urteil bekommen. 200 Klagen und Herr Habart, ein alter Merkel-Buddy, wird, mit dem wir noch im Bundestag saßen, das sage ich an alle Kollegen, die werden sich noch erinnern, das war einer der schlimmsten Hetzer gegen die AfD, man muss es so aussprechen, heute ist er honoriger Richter, okay, deshalb nehmen wir ihn auch ernst, deshalb ist er ein ehrenwerter Richter, aber er okay, die Doppeldeutung habt ihr jetzt reingebracht, nicht ich. Aber natürlich muss man ihn ernst nehmen, er ist Präsident des Zweiten Senats und sogar des gesamten Gerichts, aber ja, er spricht kein Recht. Und man kann, wenn man 2, 3 Jahre ein Urteil wegzieht oder hinzieht, dann kann man da doch verdammt viel an Blödsinn anrichten. Das ist das, ohne die permanente Verlängerung der epidemischen Notlage, zum 4. Mal ohne jede Notlage im Moment, das ist einfach so, könnten die ganzen Ausführungsverordnungen im Moment auch nicht greifen. Und dann wäre das zumindest erstmal in der Praxis vorbei, diese ganze Pandemie, was auch durchaus gesundheitlich verantwortbar wäre. Wir sagen das seit Frühsommer 2020. Die AfD, meine Damen und Herren, ist die einzige Partei, die schon seit dem der ersten Verlängerung der epidemischen Notlage nicht mehr mitgestimmt hat. Alle anderen tun das bis heute. Auch die FDP, die Heuchelpartei, die so tut, als sei sie irgendwie dagegen. Bei den Freien Wählern hier in Bayern ist es genau das Gleiche. Man tut so, als sei dagegen, aber man hat weder im Bundesrat, Stichwort Freie Wähler mit der CSU, noch im Bundestag jemals diese Verlängerung abgelehnt. Beziehungsweise jetzt zu allerletzt haben es sogar die Grünen nicht mehr mitgetragen, aber ganz sicher gebe ich Ihnen das schriftlich, weil es nicht auf ihre Stimmen ankam. Die Grünen werden alles weiter mittragen. Im Prinzip haben sie nur deshalb abgelehnt, weil sie noch schärfere Maßnahmen wollen. Das ist also alles das, was im Moment abgeht. Aber ich wollte nicht nur über Corona sprechen. Vorgestern, und wir machen es jetzt anekdotischer, war ich ja in der Wahlarena des Bayerischen Rundfunks. Und einfach mal, falls Sie es jetzt nicht gesehen haben, ich hoffe, Sie haben es sich nicht alle angetan, aber ein paar Dinge sind dann doch berichtenswert. Die Frage kam an alle drei Kandidaten, wo sehen Sie die Frauen in 5 Jahren? Ich meine, das ist natürlich eine unglaublich pauschale Frage. Und Herr Ernst von den Linken hat dann gemeint, ja, Sie werden selbstbewusster sein, Sie werden noch mehr im Beruf sein, es wird Ihnen besser gehen. Und Herr Föst von der FDP hat ähnlich in die Kerbe gehauen, also ein ganz rosarotes Bild im positiven Sinne. Alles gut, wunderbar und es wird immer noch besser gehen, Frauen, alles gut. Und dann bin ich natürlich auch noch gefragt worden als Letzter in dieser Reihe und ich habe gesagt, ich würde mich gerne anschließen, alles gut, das ist das, was Frauen tatsächlich bekommen sollten, über die komplette Gleichberechtigung, die sowieso klar ist, natürlich auch ein gutes Leben und ein gleichberechtigtes Leben in jeder Hinsicht. Aber, und ich habe mir die Einschränkung erlaubt zu sagen, wenn die Islamisierung in diesem Land derart voranschreitet, dann sind diese ganzen Debatten, die wir da dann geführt haben in diesem Moment, reine Luxusdebatten, meine Damen und Herren. Reine Luxusdebatten. Ja.
Und das war nur ein Thema. Bei ganz vielen Dingen wird in diesen Sendungen, wenn man wirklich auf den Grund geht, wird man abgewürgt, ganz schnell. Das wird auch schon durchs Framing, durchs Agenda-Setting gemacht, durch den Tagesordnung. Es war gar nicht vorgesehen, über Islam zu sprechen, aber wir nehmen uns dann diese Freiheit, ab und zu dahin zu kommen. Beim Thema Frauenrechte muss man dahin kommen. Und dann hat die Moderatorin ernsthaft noch so getan, es war natürlich nur geheuchelt, auch nach meiner Antwort, ja, da muss man jetzt auch mal drauf kommen, jetzt habe ich verstanden, was sie meinen, Herr Böhring. Natürlich hat es gemeint. Wer beim Islamisierung und beim Thema Scharia und gerade aktuell beim Thema Afghanistan mit 99% Scharia-Akzeptanz der Bevölkerung, wer da nicht auch an deutsche Frauen denkt und wer diese Assoziation nicht hinkriegt, der ist entweder komplett gehirngewaschen oder er will halt nicht verstehen. Das ist der Unterschied. Weitere Anekdote aus dieser Sendung. Da ging es ums Thema Wohnungsnot. Ist ja ein Thema, es ist alles teuer geworden. Es ging natürlich um Mieter, also nicht um Häuslebesitzer. Also hier in Starnberg ist das ja ein seit Jahrzehnten bekanntes Thema, wo eigentlich the sky is the limit hier. Ja. Es ist ja, ihr seid ja Vorreiter dessen, was in Deutschland eigentlich derzeit überall passiert. Also unglaubliche Inflation. Und die schon ein Häuschen haben, für die ist es gut. Für die noch keins haben, ist es schlecht. Okay, so ist es halt. Das ist diese Art der Inflation, die man so oder so sehen kann. Aber es ging um eine Mieterin. Die hat natürlich dann geklagt, dass sie mitten in Nürnberg keine passende Wohnung zum passenden Preis findet. Und ich habe dann versucht aufzuzählen, woran liegt es denn? Okay, es wird zu wenig gebaut, da waren sich noch alle einig. Es gibt also alle Parteienvertreter, das wird im Bundestag auch permanent betont. Es ist zu regulatorisch überladen, das Baurecht. Okay, da waren sich auch noch einigermaßen alle einig. Dann habe ich als Einziger angesprochen, ja, wir haben da aber auch eine Inflation am Bau, die ist nicht nur Corona-bedingt, zurzeit ist sie auch stark Corona-bedingt, okay, das geht dann wieder weg, werden viele Handwerker sicher auch bestätigen können, es ist fast unmöglich, heute Angebote zu bekommen mit mehr als 3 Monate Gültigkeit, weil die Handwerker können und müssen es gar nicht tun, beziehungsweise sie können es nicht tun, weil ihre eigenen Vorlieferanten eventuell nicht mal die Lieferung garantieren können und schon gar nicht den Preis dann in 3 Monaten. Also es ist wirklich schwierig zurzeit für die Häuslebauer, alles nicht gut, aber ist jetzt halt im Moment auch ein Problem und wenn deswegen weniger gebaut wird, steigen auch wieder die Mieten. Auch das ist ein Argument, das kam auf die Idee kamen die anderen dann schon gar nicht. Bin dann auch noch gekommen mit dem Argument, die EZB druckt vielleicht ein bisschen zu viel Geld. Ja, sie druckt zu viel Geld. Kein Mensch drauf gekommen, dass das ja auch inflationstreibend sein könnte. Und natürlich ist das auch inflationstreibend, überhaupt keine Frage. Völlig unabhängig von Angebot, Nachfrage, Lage. Völlig egal. An der Stelle ist das inflationstreibend. Und lieber Rainer Groß, ich muss dich korrigieren. Die EZB hat inzwischen nicht 7,2 Billionen Bilanzsumme, sondern während wir hier sprechen, etwa 8,25 Billionen. Du bist noch am Stand von vor 4 bis 5 Wochen. Ja, so. Also, okay, ich nehme das zurück, es sind vielleicht auch 5 Monate, aber es ist nicht viel mehr. Wir waren am Jahresanfang noch bei unter 7 Billionen Bilanzsumme und jetzt sind es 8,25, wir werden am Jahresende eher bei 9 stehen. Das sind über, rechnen, 30% fast Bilanzsummenverlängerung. Dieses Geld wird normalerweise noch multipliziert im Geschäftsbankensystem. Das ist ja nicht mal das Ende der Fahnenstange, da kann also noch mehr reinkommen. Aber lassen Sie es 30% sein, das ist das Inflationspotenzial und natürlich frisst sich das durch irgendwann in die Immobilienpreise, in die Mietpreise und am Ende auch in die Warenkörbe. Und deshalb, wir haben die Zahlen ja schon gehört heute, seit 25 Jahren nicht mehr gesehene fast 4% Inflation. Und ich bin bei Rainer Groß, es wird nicht weggehen, das wird so bleiben. Selbst wenn Corona weggeht, die Geldmengen sind am Ende schuld. Wir waren aber noch nicht fertig. Also auf die Idee ist kein anderer gekommen, sonst hätten wir eine EZB-Diskussion führen müssen. Ich bin also auch da dann wieder abgewürgt worden. Das war nicht gewünscht in dieser Sendung. Und dann habe ich mir erlaubt, ich habe sogar eingeleitet, das ist jetzt ein populistisches Argument, seid vorsichtig. Aber es ist trotzdem ein wahres Argument. In diesem Land leben 83 Millionen Menschen. Und wer sich noch ein bisschen zurückerinnert, ja, wir waren mal lange 82 in diesem Land, relativ stabil. Und die Prognosen waren nach unten gerichtet. Vor ein paar Jahren wurde prognostiziert, dass wir bei 80 oder vielleicht sogar 79 sind im Jahre 2021. Ja, dann habe ich mir erlaubt zu sagen, Leute, der Mietmarkt, der Immobilienmarkt ist ein hochangebotselastischer Markt, wenn das Angebot oder auch nachfrageelastischer Markt, wenn die Nachfrage zunimmt oder wenn das Angebot abnimmt, dann gibt es auch bei kleinen Schwankungen in dieser Angebot- und Nachfrageseite sehr hohe Preisänderungen, also Mietpreisänderungen an dieser und Immobilienpreisänderungen. Und ja,
Woher kommt denn das Delta von 79, 80 Millionen, was wir nach allen Raumplanungen, nach allen Zahlen, die diesen langfristigen Raumplanungen in der Immobilienwirtschaft zugrunde liegen, jetzt eben 83 sind? Natürlich, die Antwort ist natürlich Zuwanderung. Ist überhaupt keine Frage. Man kann das auch relativ klar belegen. Seit 2015 sind es nun mal netto, irgendjemand hat es heute schon vorgerechnet, ich glaube, Gerrit Huy war das, glaube ich, 3 Millionen mehr. Das schlägt sich nicht nur in der Rente nieder, sondern eben auch in dieser Wohnungsfrage. Und ich behaupte, das ist sogar noch vor der Geldmengenentwicklung der Hauptpreistreiber. Zumindest in den Niedrigpreiswohnungen, aber das frisst sich dann von unten über mittelteure Wohnungen auch nach oben. Ganz unten fängt es an, da konkurrieren dann arme Deutsche mit den Zuwanderern, deren Mieten in aller Regel vom Amt bezahlt werden. Es ist nun mal so. Alles das sind Wahrheiten, alles das konnte ich gar nicht mehr aussprechen, weil schon in dem Moment, als ich das Wort Zuwanderung, Migration oder gar illegitime Migration in den Mund genommen hatte, war Schluss. Ich wurde also abgewürgt sofort. Es war nicht diskutabel an diesem Punkt, obwohl es natürlich rein marktwirtschaftlich, das ist doch kein Populismus, es ist reine Marktwirtschaft, wenn die Nachfrage in dieser Form ungeplant steigt in einem langfristig planenden Markt, der preisunelastisch ist, muss ich sagen. Der Markt ist preisunelastisch und er ist elastisch bezüglich einer neuen Nachfrage. Das hat nichts mit Populismus zu tun. Das weiß jeder Ökonom und auch jeder kreditgebende Banker, bin ich ganz sicher. Sowas ist nicht diskutabel in solchen Sendungen. Diskutabel war lang und breit das Thema CO2 und Klima, also die alte Religion, die alte CO2-Religion. Alt sage ich deshalb, irgendjemand hat es auch schon genannt, ich glaube Rainer. Es war nicht immer so, dass CO2 als Gift angesehen wurde. Die Idee ist beim ersten Weltklimarat 1990 geboren worden, kein Mensch hat sie zur Kenntnis genommen. 1998 oder 1997 beim Kyoto-Protokoll, auch das wurde schon erwähnt, wurde es erneuert, diese Idee, die alle Wissenschaftler vorher nicht auf dem Radar hatten. Es hatte niemand. Es gab diesen Treibhauseffekt in der Theorie. Es gab ihn aber nicht bei einem Spurengas, meine Damen und Herren, von 0,04% in der Atmosphäre. Das ist einfach absurd, diesen Treibhauseffekt abzuleiten. Und erst recht ist es absurd, in einer Welt, in der man offensichtlich nicht ein Unwetter im Ahrtal eine Woche voraussagen kann, geschweige denn beeinflussen, hier die Hybris zu haben, in 80 bis 100 Jahren das Wetter vorhersagen zu können über Modelle, die auf diesem sehr wackeligen CO2-Idee fußen. Und das monokausal und zu unterstellen in 80 Jahren, wenn wir x Millionen Tonnen reduzieren an CO2 heute und damit unser aller Leben beeinflussen, dann ist in 80 Jahren plus minus oder eher minus 1 Grad Erdtemperatur weniger. Wohlgemerkt, ohne dass man es je belegen könnte, denn dieses Delta, es gibt nicht mal eine Bezugsgröße. Auch bei x-fachen Nachfragen ist es uns nicht gelungen, herauszubekommen, auf welche Bezugsgröße, also absolute Kelvinzahl oder Celsiuszahl einer Mitteltemperatur der Erde im Jahr 1990 zum Beispiel sich der Weltklimarat beruft. Die geben das nicht raus. Das ist also am Ende wird das für diejenigen, die das noch erleben, das Jahr 2080, wird es nicht möglich sein, diese Vorstellung zu beweisen. Das ist wie im Mittelalter, das wurde ja heute schon genannt, es wird irgendwas versprochen, was jenseits unserer Lebensspanne dann sich erfüllen soll, wenn wir uns heute gut verhalten. Das heißt, du kommst weniger ins Fegefeuer oder kürzer ins Fegefeuer, wenn du die Ablassbriefe kaufst, so hieß es bei Tetzel. Und heute ist 500 Jahre später sind wir halt da, wenn du CO2-Zertifikate kaufst, dann bist du irgendwann in einer kühleren Erde oder nicht ganz so heißen Erde und wir überleben alle. Das ist alles verrückt. Das ist alles völlig verrückt. Es ist verrückt, aber es ist tabuisiert. Das auszusprechen ist inzwischen tabuisiert. Es ist zum Dogma erhoben, alles, was vom Weltklimarat kommt, inklusive des so dramatischen Weltklimaabkommens von 2015 von Paris. Das war eigentlich das Schlimmste dann. Daraus wurden nämlich die ganzen politischen Forderungen abgeleitet. Und seitdem ist die Grundlage, und sie ist unglaublich wackelig, nicht mehr hinterfragbar. Und dann hat der FDP-Kollege Föß das natürlich auch schön runtergerattert. Man müsse doch, und seine Partei könne das genau vorrechnen, er hat es wirklich drastisch, so wie ich jetzt dargestellt, die CO2-Menge, die Deutschland ausstößt, immer schön runterbringen. Und dann würde in einem, Zitat, marktwirtschaftlichen Prozess des Zertifikatehandels ein Preis gefunden von einem freien Markt und der würde dann am Ende den Energieverbrauch, den Kohleverbrauch in erster Linie so weit drücken, in einem marktwirtschaftlichen Prozess, dass auch der
Stromverbrauch sich entsprechend anpasst. Da ist er immerhin weiter als Olaf Scholz, der gesagt hat, ich werde die Strommenge, die ihr verbrauchen dürft, per Gesetz festlegen. Ja? So weit sind wir. Also das ist Olaf Scholz. Die FDP behauptet einen marktwirtschaftlichen Prozess und dieser Zertifikatehandel sei es nun. Leute, es ist kein marktwirtschaftlicher Prozess, wenn wir mit einem durch und durch planwirtschaftlichen Vorgabe auf der Angebotsseite, nämlich die Menge an CO2-Zertifikaten, die die Welt, Deutschland, Bayern, Starnberg und jeder Einzelne von Ihnen in wenigen Jahren pro Kopf zugerechnet bekommt und die gemessen wird. Sie werden ein CO2-Zertifikat, ein persönliches bekommen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das wird so kommen. Dann werden Sie genau erfahren, fast schon das chinesische Modell, was Sie noch tun dürfen. Denn CO2 ist eine fast 1:1 Annäherung an Ihren Wohlstand, an Ihre Mobilität, an unsere Produktionskapazität, am Ende sogar an Ihre Atemkapazität. Weil in jedem Moment stoßen wir CO2 aus, wenn wir das hier in diesem Moment machen. Also das hat er dann gesagt, so geht's runter und wir sind die tolle Partei der Marktwirtschaft. Leute, es ist ein Witz, wenn man in einem durch und durch planwirtschaftlichen Prozess, in dem politisch die Angebotsseite zu 100% geregelt wird, noch dazu willkürlich, es werden ja ständig diese Mengen verändert, also jetzt gerade wieder drastisch verändert worden in den letzten ein, zwei Jahren. Wenn man dann von einem marktwirtschaftlichen Prozess spricht. Dieser Prozess kann nicht marktwirtschaftlich sein, wenn eine Seite durch und durch politisch ist, meine Damen und Herren. Und deshalb die einzige Partei, die an dieser Stelle und nicht nur an dieser, aber auch an dieser wirklich die Partei der Marktwirtschaft ist, sind wir, die AfD. Ja. Und so war es auch bei der letzten Bundestagssitzung vor dem Ende dieser Legislatur. Es ging um das Sonderthema Hochwasser im Ahrtal. Da muss ich Ihnen auch noch ein paar aktuelle Anekdoten erzählen, sogar ganz tagesaktuell noch von heute. Aber zunächst mal, was Sie wahrscheinlich schon wissen, ist, dass es im Bundestag Schlachten gab. Es war ein Klimaereignis. Merkel hat das gesagt. Scholz hat das gesagt, Hofreiter natürlich, Göring-Eckardt hat es gesagt, auch von der FDP hat es jemand gesagt, es war Klima, ein Klimaereignis, das wird uns jetzt immer öfter passieren. Völliger Blödsinn, sogar der Deutsche Wetterdienst, das ist eine Unterbehörde des Verkehrsministeriums, also eine regierungseigene Behörde, hat dem explizit widersprochen. Explizit, wir haben kein Klimaereignis hier gesehen, dieses Ereignis war Wetter. Das ist ein Zitat vom Deutschen Wetterdienst, von einem hochrangigen Meteorologen dort. Und ja, mein Gott, trotzdem stellen sich alle Vertreter aller Parteien außer von uns hin und behaupten das glatte Gegenteil dieser Debatte. Also unsäglich. Hinzu kam noch die Posse, muss ich inzwischen sagen, dass wir und nur wir, weil es ein geteiltes Gesetz war, ein sogenanntes Omnibusgesetz. Das versteht da draußen keiner, wenn man es nicht erklärt. Ein Omnibusgesetz ist ein Gesetz, bei dem es um was völlig anderes geht, aber in das, was anderes reingeschmuggelt wurde. Offiziell ging es um das Fluthilfegesetz, immerhin 30 Milliarden, also auch nicht wenig aus dem Haushalt, das nach gewisser Diskussion die AfD sich zu eigen gemacht hat, hat gesagt, wir stehen da nicht im Wege, es ist deutsches Geld für deutsche Bürger, in diesem Fall vor allem in Rheinland-Pfalz und in NRW und Bayern war nur am Rande betroffen, aber trotzdem, wir sind hier solidarisch, das ist ein Fall für deutsche Solidarität wohlgemerkt erstmal. Also wir stehen jetzt erstmal nicht im Wege, auch wenn uns 30 Milliarden relativ viel vorkommen. Soweit wollten wir also zustimmen diesem Gesetz mit ein bisschen Bauchschmerzen. Aber dummerweise hat die Regierung, und das war schon das dritte oder vierte Mal, eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes in dieses Gesetz, in dieses allerletzte Gesetz der Legislatur reingebacken, unauflöslich. Und das Einzige, was wir noch schaffen konnten, war eine Teilung und Trennung der Abstimmungen durchzusetzen. Das haben wir auch gemacht und wir haben den für uns auch sehr wichtigen Infektionsschutzgesetzteil namentlich abgestimmt. Wir übrigens vollständig einheitlich abgelehnt diesen Teil und entsprechend den Flutteil einstimmig sogar im Bundestag mit klarer, getrennter Abstimmung zugestimmt. Und was fällt der Tagesschau ein am gleichen Abend? Sie vermeldet, die Fluthilfen für das Ahrtal und für NRW sind von den Parteien im Bundestag gebilligt worden, mit Ausnahme der AfD. Unfassbar. Und man hat sich dann schleimig und heuchlerisch berufen auf die Endabstimmung, die aber nicht sinnvoll abstimmbar war über das Gesamtgesetz. Wie wollen Sie abstimmen, wenn Sie einen Teil zu 100% bejahen und den anderen zu 100% nein abstimmen? Das Einzige, was wir tatsächlich hätten tun können, war vielleicht ein Fehler. Wir hätten rausgehen müssen aus dem Bundestag und uns dieser Abstimmung verweigern. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir das. Aber wir haben uns dann enthalten und selbst das wurde uns in der Tagesschau negativ ausgelegt. Und immerhin eine gute Nachricht. Wir haben dagegen geklagt und das hat tatsächlich, Halleluja,
Halleluja, mal geklappt. In diesem völlig eindeutigen Fall, heute hat die AfD-Fraktion Recht bekommen und die Tagesschau musste das dementieren, eine Unterlassungserklärung unterschreiben und dieser Bericht darf nicht mehr erneut gesendet werden. Das einzige Problem ist, Sie wissen das jetzt, da draußen wird es nicht mal 1 oder 2% der Menschen, die die ursprüngliche Tagesschau-Sendung gesehen haben, wird das erfahren, weil wir es noch nicht geschafft haben, eine Richtigstellung in der 20-Uhr-Tagesschau-Sendung zu bringen. Und das ist die Methode, die immer und immer wieder gemacht wird. Wir werden verhetzt mit Lächerlichkeiten, mit Nichtigkeiten, oftmals illegal. Peter Bistron kann, glaube ich, auch ein Wort davon singen. Peter Bistron kann auch ein Lied davon singen. Dir ist, glaube ich, mindestens schon einmal das Haus durchsucht worden, was glatt illegal war nachträglich. Und das kam natürlich ganz groß in der Presse. Auch bei mir gingen schon Verfehlungen bis hin zu einer Schweizer Spendenaffäre durch die internationale Presse. Der 100%ige Freispruch von mir durch Herrn Schäuble wurde dagegen in der Süddeutschen nicht mehr berichtet oder sonst wie. Also wenn die Medienvertreter da sind, ihr könntet das ruhig euch mal angewöhnen, diese Dinge genauso groß richtig zu stellen, wie ihr uns vorher in den Dreck zieht, meine Damen und Herren. Ja. Ja, dann kam noch, wenn wir schon bei Medien sind, ich bin immer noch in der BR-Wahlarena vor 2 Tagen. Es ging um Pflege, eine Frage. Also Pflege war auch ein schönes Sozialthema, Wohlfühlthema für Herrn Ernst. Da wurde ja dann natürlich auch darauf hingewiesen, dass da zu viel gearbeitet wird in Intensivstationen. Stimmt sogar. Unsere Rede seit vielen Jahren. Leider wird es zurzeit nur noch im Zusammenhang mit Corona so gebracht. Das ist nämlich auch eine glatte Lüge. Die durchschnittliche Auslastung der Intensivstation im Jahr 2020, die Zahl ist inzwischen bekannt, mit Corona-Patienten im Durchschnitt lag bei 4%. 4! Nichts, also gar nichts. Das war nicht ansatzweise und praktisch nirgendwo ein Grund, eine Triage einzuführen oder auch nur ansatzweise in diese Richtung zu kommen. Die Überlastung der Intensivstationen, die es vielleicht punktuell gab, lag nicht an Corona-Opfern, schon gar nicht, weil wir seit einigen wenigen Wochen sogar offiziell wissen, was wir seit einem Jahr sagen, dass selbst diese 4% noch übertrieben waren. Das waren nämlich die an oder mit im Corona oder Covid im Hospital liegenden. Und am Ende wissen wir inzwischen, dass es über 80, vielleicht sogar 90% derer, die an oder mit Corona im Spital lagen, nur mit Corona, also irgendwo positiv getestet, selbst das beweist ja noch nichts, im Spital liegen, nicht symptomatisch zwingend. Und das heißt, Sie können diese Zahl noch massiv runternehmen. Und wir fordern schon seit einem Jahr eine Differenzierung zwischen dieser An- oder Mit-Kategorie. Jetzt endlich wird sie gemacht, jetzt endlich wird sie aber nur, und da müssen Sie wirklich aufpassen, nur für Geimpfte gemacht. Das heißt, wenn ein Geimpfter doch wieder erwarten, mal positiv getestet wird. Das ist aber selten, weil er per Definition nicht mehr getestet wird, wenn er aufgenommen wird ins Krankenhaus, auch nicht in die Intensivstation. Ja, dann kann er ja nie in der Statistik auftauchen. Er kann überhaupt nur noch dann auftauchen, wenn er Symptome hat, was ja dann sogar richtig wäre. Dann muss man natürlich auch testen, so wie man es früher immer gemacht hat. Wenn jemand mit einem Beinbruch oder als Unfallopfer in die Intensivstation kam, dann war er jetzt 1,5 Jahre lang ein Corona-Patient, wenn er zufällig auch noch einen positiven Corona-Test hatte. Das endet jetzt endlich, muss ich sagen. Das ist auch richtig so. Aber es endet nur für die Geimpften. Und die Ungeimpften werden behandelt, so wie seither sie werden in jedem Fall getestet. Damit gibt es die Leute, die ganz sicher kein Corona haben, vielleicht aber doch ein Coronavirus, asymptomatisch, werden trotzdem in die Corona-Statistik eingehen, obwohl sie vielleicht mit völlig anderen Beschwerden in der Intensivstation liegen. Das Gleiche gilt für die Todeszahlen. Und an der Stelle sage ich jetzt schon voraus, und das fängt schon an jetzt, wird die Behauptung aufgestellt werden, in den Krankenhäusern liegen nur noch Ungeimpfte. Und das ist jetzt schon eine Lüge. Es stimmt nicht. Es deckt sich auch nicht mit den Angaben, die wir aus dem Ausland teilweise haben. Und da müssen jetzt, das wollte ich vorhin auch noch appellieren, auch die Geimpften müssen solidarisch sein mit den Ungeimpften an dieser Stelle. Von einem Ungeimpften kann per Definition bei einer funktionierenden Impfung keine Gefahr für einen Geimpften ausgehen. Und deshalb entfällt diese gesamte moralinsaure, moralische Debatte. Es ist einfach nicht so. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie geimpft sind, in 3, 4, 5 Monaten sind Sie wieder ungeimpft. Das ist nämlich die völlige Unlogik. Bei Grippe war das nie so. Oder bei Tetanus. 10 Jahre haben Sie bei Tetanus Ihre Impfwirkung gehabt. Und es weiß kein Mensch, wann die Impfwirkung nachlässt. Wenn sie denn wirklich nach 3 oder 5 Monaten entfällt, was uns ja von der Pharmaindustrie weiß gemacht wird, Entschuldigung, dann war es ein schlechtes Produkt und dann macht es auch keinen Sinn, sich permanent impfen zu lassen. Das wird so nie aufhören. Und wenn,
Und Herr Spahn in einer orwellianischen Umkehrung dreht das denn um und hat wirklich in der Talkshow gesagt, wenn wir die Geimpften weiterhin testen, dann hört diese Pandemie nie auf. Das wäre sogar richtig, wenn das auf alle bezogen hätte. Das sagen wir seit 1,5 Jahren. Wenn ihr nicht so viel testen würdet, dann würde wahrscheinlich dieses Land gar nicht wissen, dass wir in einer Pandemie sind, weil wir es letzten Endes auch nicht waren. Und deshalb bin ich intellektuell so beleidigt. Es ist eine intellektuelle, permanente Beleidigung unserer Intelligenz, was inzwischen da passiert ist. Es gibt so viele Lügen in dem Bereich der Corona-Statistikführung und teilweise auch in der gesundheitlichen Argumentation, dass es wirklich inzwischen klar ist. Wir haben eine Weile gebraucht, aber es ist inzwischen klar. Inzwischen sind wir fast so nachhaltig und nachdrücklich wie Herr Kickel in der Argumentation. Wir arbeiten auch an der noch schärferen Rhetorik. Da müssen wir noch vielleicht noch ein paar Personen austauschen und dann sind wir da an noch klareren Worten. Es ist ein Riesenskandal, es ist ein Megaskandal, was hier abgeht. Und neben der CO2-Frage, die uns ja genauso reinhängt und die auch eine 30-, 40-jährige Lüge inzwischen ist, mit fatalen Folgen. Es wird brutal teuer für Ihre Lebensweise und für Ihren Geldbeutel, was über die CO2-Frage noch reinkommt. Beides basiert letzten Endes auf unbewiesenen Behauptungen, auf Modelltheorie, auf zukunftsgerichteten Aussagen, die kein Mensch heute beweisen kann und teilweise auf glatten Lügen. Und die schlimmste Lüge ist ja eigentlich die, dass die Kinder die Pandemietreiber seien, dass man sie deshalb jetzt auch noch impfen müsste. Nein, meine Damen und Herren, Kinder haben eine 0,0016-prozentige Wahrscheinlichkeit an Corona in irgendeiner Weise zu sterben. Das ist die Erfahrung der letzten 18 Monate in Deutschland. Wir wissen das, ist auch logisch. Die meisten merken es überhaupt nicht. In absoluten Zahlen gab es 23 Menschen unter 19 Jahren oder unter 20 Jahren, die seit März 2020 an oder mit Corona gestorben sind. Das heißt, wenn man das übliche 80- oder 20-Modell anlegt, sind sie bei unter 4 oder 5 Personen, Kindern, die wirklich vielleicht glaubhaft und vielleicht, weil sie auch noch schwere Vorerkrankungen hatten, tatsächlich und bedauerlicherweise an Corona gestorben sind. Aber das ist diese 0,00016-prozentige Rate. Das rechtfertigt nicht, und das ist doch derart unverhältnismäßig, Kinder in Schulen derart zu gängeln, wie es zurzeit jeden Tag stattfindet. Jeder Elternteil weiß das. Es findet ein permanentes Testen statt, auch für die geimpften Kinder, für die ungeimpften sowieso, ein permanentes Mobbing der Kinder. Es wird demnächst wieder losgehen mit den Nachimpfungen, die ja alle schon legalisiert werden. Die STIKO, die staatliche Impfkommission, hatte sich lange noch gewehrt gegen die Idee, weil natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis hundsmiserabel ist bei Kindern. Sie haben ein Chanceverhältnis von nahe Null. Was hat ein Mensch zu gewinnen, der kein Risiko hat, also keine Angst haben muss, dass diese Krankheit ihm irgendwas tut? Und es kommt mir jetzt keiner mit Long-Covid, dafür gibt es auch noch keinerlei Belege, das können Sie komplett vergessen. Ja? Also null Chance, irgendwas zu gewinnen durch die Impfung, aber eine noch nicht bekannte, aber größer Null Risiko für die Impfung an sich, für die Impfung selbst. Wir wissen das inzwischen. Es gibt Zahlen in Thailand, da rede ich jetzt nicht nur von Kindern, die sind jetzt neu rausgekommen. Das ist wirklich beeindruckend, die Kurve. Die hatten, warum auch immer, in Vietnam und in Thailand gleichermaßen praktisch keine Opfer, keine Toten in der Statistik bis vor 3-4 Monaten. Und vor 3-4 Monaten fing deren Impfkampagne an. Es gibt also absurderweise einen Gleichlauf nicht nur der Fallzahlen, die sowieso, das wissen wir auch von Israel, wenn geimpft wird, gehen die Fallzahlen massiv hoch. Das ist nach wie vor nicht wirklich erklärt worden, warum das eigentlich so sein sollte. Warum ist man plötzlich positiv in dramatisch hoher Zahl? Israel ist auf All-Time-High, obwohl sie inzwischen wirklich seit 8 Monaten massiv und intensiv impfen. Und das ist in allen Ländern das Gleiche. Warum passiert das so? Es hat noch kein Arzt wirklich erklärt, warum man plötzlich positiv wird, zumindest mal PCR-Test positiv, wenn die Impfung anfängt. Ja, und leider auch die Sterbezahlen. Sie sind noch nicht so hoch. Ich will ja keine Panik machen. Ich sage nicht, dass jetzt jeder stirbt, obwohl es durchaus Leute gibt, die warnen, es ist gefährlich. Wir wissen auch nicht, was bei der nächsten Wintersaison passiert. Wir kennen die Langfristfolgen dieser völlig ungetesteten Impfung nicht. Es ist eine Sauerei, diese Sache nach 6 bis 9 Monaten überhaupt in Umlauf zu bringen, wenn gleichzeitig solche Dinge normalerweise 6 bis 10 Jahre dauern, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Also, und sowohl die Fallzahlen in Israel, in Vietnam, in Thailand, überall gehen besonders gerade seitdem die Impfkampagne begonnen hat nach oben. Und das sollte uns schon zu denken geben. Und deshalb ist es eben keine Pandemie der Ungeimpften. Das ist einfach eine Sauerei, das überhaupt so zu sagen. Es gibt durchaus Indizien, auch wenn ich es noch nicht beweisen kann, dass die Impfung selbst nicht nur die Fallzahlen, sogar die Opferzahlen hochtreibt. Noch nicht dramatisch. Es ist noch keine Euthanasie. Soweit gehe ich nicht heute. Aber das ist, es ist schon Wahnsinn, was hier stattfindet. Und gerade bei Kindern ist es also No-Go.
Übrigens, okay, also 3 Minuten höre ich gerade. Aber die Anekdote müssen Sie sich jetzt noch anhören. Das wird Sie auch interessieren. Ist auch ganz frisch. Eine Anfrage von meinem AfD-Fraktionskollegen Andreas Mrozek aus Sachsen-Anhalt bei sächsischen Behörden hat ergeben. Er hat einfach mal gefragt, was wir auch an anderer Stelle schon gefragt haben, wie viele Prozent der Migranten in Sachsen-Anhalt sind denn nun schon geimpft? Und man sollte ja meinen, dass gerade jemand, der hier reinkommt, Flüchtlingsstatus sich beruft, dass er dann besonders geflissentlich sich an unsere Regeln hält. Und es ist ja nun mal fast schon ein Gebot, sich impfen zu lassen, erst recht in irgendwelchen Flüchtlingslagern oder in solchen Verhältnissen. Und er hat dann tatsächlich rausbekommen, er ist der Erste, der eine Antwort bekommen hat, das wissen Sie wahrscheinlich noch nicht. Und wir reden von 3.000 Flüchtlingen. 4% sind vollgeimpft und 8% sind erst geimpft, diese Leute. Das müssen Sie mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich behaupte auch, dass es in der gesamten Migrantenbevölkerung in Deutschland, die durchaus zu hohem Ausmaß islamisch ist in diesem Land, viele, viele Impfverweigerer gibt. An dieser Stelle macht der Islam sogar mal was richtig. Er hat nämlich mal ein gewisses Misstrauen gegen einen Eingriff in Allahs Körper. Und das sollten wir uns vielleicht an der Stelle, kann man auch mal vom Islam was lernen. Also es ist jedenfalls eine Sauerei, dass gerade dieser Klientel offensichtlich die Impfung nicht zugemutet wird. 8% ist nichts. Das sind die, die es freiwillig machen und mehr auch nicht. 8% hätten sie auch in der deutschen Bevölkerung freiwillig erreicht. Das war ungefähr die Quote der Grippeimpfungen der Freiwilligen bis vor wenigen Jahren. Also, meine Damen und Herren, das ist alles unsäglich. Ich könnte Ihnen jetzt noch aktuelle Anekdoten, ich erzähle Ihnen jetzt heute die Anekdote, kann ich euch auch nicht ersparen. Rücksprung, ganz frisch, wisst ihr auch noch nicht, oder vielleicht wisst ihr es schon, Hochwasser, Hilfen, habe ich im Bundestag selbst gesagt, sollten natürlich zum Teil von der EU erstattet werden. Dazu gibt es einen Fonds, milliardenschwer in der EU, aus dem regelmäßig ausgezahlt wird an alle Mitgliedstaaten, nur offensichtlich nicht an Deutschland. Erstens mal hat es Olaf Scholz lange versäumt, überhaupt zu beantragen. Wir haben es nicht rausgekriegt, ob diese Hilfen überhaupt schon beantragt sind. Zweitens bekommen wir absehbar viel zu wenig zurück. Noch nicht mal 1,5% unserer Schäden werden uns von der geliebten, allseits geliebten EU erstattet. Klammer auf, es ist immer so in der EU, wir zahlen viel mehr ein in diese Fonds, als wir am Ende zurückbekommen. Auch das ist ein Dexit-Grund natürlich. Aber jetzt, und das ist die Krönung, hat Frau von der Leyen erklärt, dass dieses Geld nun leider, leider dieses Jahr nicht mehr ausgezahlt werden könne, weil der Fonds bereits ausinvestiert ist in diesem Jahr. Lass mir sich vorstellen, es gibt natürlich haushalterische Möglichkeiten, sowohl im Bundeshaushalt als auch im europäischen Haushalt für überplanmäßige Ausgaben. Natürlich hat die EU diese Mittel. Wir haben 800 Milliarden Neuverschuldung für die nächsten 2-3 Jahre in der EU in einem sogenannten Corona-Programm, das in keiner Weise nur für Corona verwendet wird. Es wird zu 60-80% in völlig anderen Blödsinn gesteckt, meistens Klimazwecke. Und natürlich wären da noch lächerliche 500 Millionen Euro für die deutschen Flutopfer in Ahrtal übrig. Aber nein, das findet nicht statt. Und man hat sich nicht entblödet, das ernsthaft zurückzumelden nach Berlin. Nein, tut uns leid, aber dieses Jahr haben wir leider schon diesen Titel ausinvestiert. Wahnsinn. So, und in dieser Richtung, der Ingo lässt mich jetzt nicht mehr, aber das war alles, was ich Ihnen berichtet habe, war aus den letzten, 8 Wochen, abgesehen von den Dauerthemen Klimalügen und inzwischen leider auch Corona-Lügen. Aber auch da gibt es permanent und jeden Tag neue. Wir leben in einer verlogenen Welt. Wir brauchen Deutschland aber normal. Wir brauchen Ihre Erststimme für Rainer Groß in diesem Wahlkreis. Wir brauchen Ihre Erststimme in Bayern für mich und für ein paar Kollegen, die hier sitzen. Und wir brauchen dann vor allem die Zweitstimme bundesweit für die AfD insgesamt, für Tino Chrupalla und unser Spitzenteam, für alle AfDler, für Deutschland vor allem, für Sie. Wir sind die Einzigen, die in dieser Form noch für Sie kämpfen. Mit Rationalität, ich sage immer, wir müssen nicht rechtsnational, sondern rechtsrational sein. Ich hoffe, dass die wenigen Anekdoten, die ich Ihnen bringen konnte, jetzt schon zumindest mal es klar gemacht haben, warum wir diese Rechtsrationalität bringen. Unterstützen Sie uns, wählen Sie uns mit aller Kraft und verbreiten Sie es in der Nachbarschaft. Herzlichen Dank. Peter Böhringer. Peter, du bleib gleich hier oben. Du bist Peter Böhringer. Peter, du bist für mich.